Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Im letzten Part haben wir uns ziemlich durch die Schneefelder durchgegimmt, wurden leider dann auch, oder sind leider mehr oder weniger erfroren. Irgendjemand hat uns scheinbar rechtzeitig gerettet und wir sind in dieser kleinen Hütte wach geworden. Bist du wach? Du bist am großen Gletscher zusammengebrochen. Es ist ein Wunder, dass du noch lebst. Mein Name ist Holzhoff. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Falls du vorhast, nach Norden zu gehen, dann hörst du dir besser meine Geschichte an. Dann schieß mal los. Warum gehen wir nicht ins andere Zimmer und setzen uns? Du hast hier noch ein anderes Zimmer? Ich dachte, ich kann da noch hoch. Ah ja, okay. Hast du von denen gehört, die sich an den Felsen gewagt haben? Ja, die sind meistens nicht mehr wiedergekommen. Vor 30 Jahren wagten mein Freund Jamski und ich zum ersten Mal, die Felswand zu erklettern. Aber wir waren nicht vorbereitet. Wir hatten nicht mit so tiefen Temperaturen gerechnet. Am Felsen pfeift stets ein superkalter Wind. Diese Kälte senkt die Körpertemperatur. Jamski war unterhalb von mir. Er durchschnitt sein Seil. Ich hab's nicht mal bemerkt. Seitdem lebe ich hier, nehme es mit dem Felsen auf, gebe anderen Bergsteigern eine Herberge und warne sie. Wenn du den Felsen ersteigen willst, musst du zwei Maßnahmen ergreifen. Zuerst prüfe deine Route. Bei dem Schnee ist der Weg schwer zu finden. Zweitens, wärm dich an den Felsvorsprüngen auf. Verstanden? Jawohl. Du musst nach dieser Kletterei müde sein. Ruh dich etwas aus, bevor du weiterziehst. Gut, wir ruhen uns aus. Wir haben auch schon das nächste Minigame erklärt bekommen. Aber wie gesagt, wir wollen eigentlich nochmal in die Schneefelder zurück. Denn wir haben da noch was Wichtiges vergessen. Aber klar, speichern ist natürlich wunderbar für uns. Da war noch Eris dabei. So, dann schauen wir mal. Weißt du, ich habe nachgedacht. Was ist? An so einem Ort wird einem erst klar, wie gewaltig die Natur ist. Aber wenn jemand von mir verlangt, hier zu leben, würde ich sagen, er soll sich zum... Aber eins sage ich dir. Wenn ich doch hier leben müsste, würde ich hier einiges ändern und verbessern. Ich schätze, Midgar ist das genaue Gegenteil. So betrachtet es Shinra gar nicht so übel. Aha! Was sag ich da? Shinra nicht übel? Wir sichern die Strecke. Ihr kommt später. Können wir mit den Leuten reden? Ich halte diese Kälte nicht aus. Nein, Mitglied nicht tauschen. Wenigstens werden wir jetzt gefragt. Was da wohl auf der Seite der Klippen liegt? Schneesturm? Halb so wild. Oh. Weißt du, hier so zu stehen, kriegst du das Gefühl, dass der Planet nicht auf unserer Seite ist, oder? Wir können nicht mehr konkurrieren. Ich meine, der Planet beachtet uns Menschen doch gar nicht. Ja, das könnte man tatsächlich denken. Es ist zwar geheim, aber Rufus wird auch hier eintreffen. So, jetzt können wir aber tatsächlich nochmal hier runtergehen. Oh nein. Ja, das ist das Fiese an diesen Schneefeldern. Schnee. Soweit man sehen kann. Ich passe besser auf, wo ich hingehe. Ich werde hier ein Zeichen aufstellen und dann losgehen. So, ganz kurz. Ich muss jetzt nochmal auf die Karte schauen. Wir müssten jetzt uns südöstlich halten. Ich kann die Karte nämlich hier nicht aufmachen. So, wir können aber solche Poller setzen. Also wir gehen jetzt mal so, damit wir uns orientieren können.
Und wenn der Schneesturm dieser hier auftaucht, dann bleiben wir am besten stehen. So, und jetzt laufen wir sozusagen schön in diese Richtung auch weiter. Und dann hoffe ich, dass wir an die Stelle kommen, die ich auch gemeint habe. Oder besser gesagt, die ich erreichen möchte. So, ich manipuliere die mal. Aber ich glaube, ich habe sie schon mal manipuliert. Oder wollte sie manipulieren? Ich weiß es nicht mehr. Hat nicht geklappt. Nicht möglich. Okay. Weil ich dachte, vielleicht haben die... Die sehen so aus, als hätten die ein Feindeskönnen für uns. Aber scheinbar geht's nicht. Gut, dann müssen wir jetzt hier durch. Und die sind mega stark, diese Hoppelhäschen hier. Was ist denn mit denen los? Und wir hauen auch noch dagegen. Auch nicht schlecht. Wir müssen gleich heilen. So, Lizit, jetzt machen wir deinen Megasprung nochmal. Ich benutze das jetzt jedes Mal, wenn es kommt, damit er so schnell wie möglich sein Limit vollkriegt. Aber ich denke, wir werden noch genug Kämpfe vor uns haben. Oh, oh. Okay, jetzt hat sich es aber nach dem Kampf scheinbar nicht verschoben. Jetzt können wir noch nicht sehen, wo wir genau sind, weil wir noch auf einem normalen Schneefall sind. So, Red, du musst jetzt mal heilen. Ihr zwei greift an. Bräuchten eigentlich langsam... Obwohl, nee, es hat noch einigermaßen gereicht, nur Cloud ist halt so ein bisschen... Wir könnten mal... Obwohl, nee, das bringt nichts für den kurzen Kampf hier. Nee, das hat es gar nicht gebracht. Wenn es über die Kämpfe andauern würde, hätte ich jetzt Regeneration gezaubert. Aber es wird ja dann sofort, wie auch die negativen Zustandsveränderungen, weggemacht. So, wo sind wir jetzt? Komm, lass uns mal einen Orientierungspunkt finden. Hoffentlich nicht zu weit von der Stelle entfernt. So, hat einer von euch eine... Du hast doch Bio. Red, damit wir die Kämpfe hier mal ein bisschen schneller erledigen. Diese Weiterklaue, es scheint mir auch irgendwas mit Zustandsveränderung zu sein, aber Sid hat, Cloud hat ja die Schleife. Sie heißt ja hier nicht Schleife, sie heißt ja hier anders. Flotter. Okay. Ach, immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Muss doch mal langsam hier irgendwas erreichen. Ich glaube... Ja... Nein. Wir könnten jetzt da ganz oben rechts sein. Aber nee, das geht nicht. Dann verstehe ich nicht, wie wir da unten hingekommen sind, ehrlich gesagt. Da müssen wir ganz unten rechts in der Höhle sein eigentlich. Oder? Nee. Gut, dann, eigentlich, ich möchte... Von ganz oben rechts, diesem Hügel. Eigentlich müssten wir den linken Weg gehen, aber den sind wir ja eigentlich gerade gekommen. So, jetzt gehe ich einfach mal hier runter. Wenn wir dann den Baum erreichen, dann weiß ich, dass wir den falschen Weg gelaufen sind. Da sind nämlich solche heißen Quellen, die müssen wir erreichen. Denn anders tut sich nichts. Und das machen wir auf jeden Fall. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann überspringe ich sozusagen die Sucherei so lange, bis ich es gefunden habe. Aber wir müssen es erreichen. Oh,
Okay, nein, jetzt weiß ich. Jetzt sind wir an diesen Steinen da. Aber die Höhle ist dann gar nicht angezeichnet. Gut, dann müssen wir den linken Weg gehen. Zumindest wissen wir dann schon mal, wie man zu der Höhle kommt. Aber seltsam. Also ich sehe auf dieser Karte da diese Höhle, in der dieses Persönchen gerade gesessen hat, nicht. Nun gut. Hauptsache, wir finden es rechts, finden es direkt. Weil jetzt läuft natürlich auch wieder ein Countdown. Es kann uns jetzt auch wieder passieren, dass uns die Zeit davonläuft und wir wieder in Holzers Hütte aufwachen. Das wollen wir natürlich nicht. Mann, die rockt jetzt aber richtig auf die Schutzmaterie. Die anderen beiden kriegen fast gar nichts mehr ab und Cloud steckt alles ein. Ein guter Tank, der Cloud. So. Okay, Leute. Machen wir mal ein bisschen Hirne hier. Wir haben schließlich nicht ewig Zeit. Die Höhle, die man auf der Karte ganz unten gesehen hat, die führt, so wie ich das jetzt richtig gelesen habe, wieder zurück ins Dorf. Also keine Ahnung, wir sind zwar wochenlang mit dem Snowboard den Berg runtergefahren, kommen aber ganz einfach ins Dorf zurück. Aber wir wollen ja, wie gesagt, Sephiroth auf den großen Gletscher hinterher. Der hat da irgendetwas Mieses, Fieses geplant. Und das wollen wir unterbinden. Ja, jetzt sind wir richtig. Das ist die einzige Stelle, die nicht gefroren ist. Die berühren wir jetzt mal. Eine heiße Quelle. Und jetzt gehen wir den Weg wieder zurück zur Höhle. Beeilen uns mal. Oh, ich hoffe, dass wir das jetzt hier schaffen. Dass wir jetzt nicht wieder einfrieren. Vielleicht hat die Berührung mit der heißen Quelle ja sozusagen unsere Körpertemperatur etwas hochgesetzt, dass wir noch mal ein paar Minuten mehr Zeit haben. Ja, wo komme ich denn jetzt hier? Hallo? Ich find den Weg nicht. Jetzt habe ich ihn berührt. Okay. So. Die keksen mich, wenn man sowas am Suchen ist oder irgendwo schnell hin möchte und dann kommt so ein Zufallskampf, dann wird es mir echt, also, das nervt einen so richtig. Okay, die sind aber wenigstens jetzt die Gegner, die wir schnell erledigen können. Nee, hier haben wir gar nicht hochgekonnt. Guck mal, hier liegt eine Materia. Die Materia-Zusatzschlag. Haben wir die vorhin übersehen oder sind wir jetzt falsch gelaufen? Oh Mann, wenn wir jetzt falsch gelaufen sind. Die Materia-Zusatzschlag weiß ich tatsächlich. Und zwar jedes Mal, wenn wir etwas zaubern, wir koppeln sie vielleicht einfach mal mit der Feintechnik. Die benutze ich. Obwohl, doch. Wenn mit Cloud am häufigsten. Also, wo ist sie? Jedes Mal, wenn man sozusagen zaubert, dann macht er noch zusätzlich einen Hieb. Was habe ich jetzt rausgemacht? Schutz, ne? Glücksplus wollte ich eigentlich raus. Extra HP hatte ich raus, ja. Glücksplus wollte ich jetzt mal raussetzen. Oh Mann, ich habe das dumme Gefühl, dass wir falsch gelaufen sind. Aber wir sind noch genauso zurückgelaufen, wie wir gekommen sind. Oder nicht? Ich meine schon. Sonst wären wir... Oh Mist. Jetzt habe ich gerade in dem Moment geklickt, wo ich da was auswählen wollte. Naja, ist egal. Tod ist tot. Schutz ist auch ein Level up.
Wir sind wieder bei der... Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Okay. Wir müssen seitlich eigentlich, also vielleicht hier. Aber hier sind wir doch nicht rausgekommen. Aber wir sind doch oben rausgekommen. Ich verstehe es nicht. Jetzt finde ich diese vermaledeite Höhle nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und jetzt habe ich wieder so einen blöden Eistitan. Probieren wir mal, ob der vielleicht doch nochmal auf Feuer ein bisschen besser reagiert. Naja, nicht wirklich. Wenigstens ist es nur einer. Finde ich diese blöde Höhle nicht mehr. Eben haben wir sie auf Anhieb gefunden. Wir sind genauso. Ich muss es mir nochmal angucken, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass wir genauso gelaufen sind, wie wir hergekommen sind. Jetzt haben alle Materie auf einmal ein Level up. Wir sind jetzt hier. So. Oder müssen vielleicht doch da unten an die Höhle. Dann müssten wir den unteren Weg nehmen. Ich bin jetzt bereit, alles zu probieren. Uns läuft sowieso die Zeit ab. Wir haben sowieso gleich wahrscheinlich wieder einen Gefrierbrand sozusagen. Ich habe gewusst, dass das nicht richtig ist. Ich hätte nämlich die Materie nicht übersehen, glaube ich nicht. Ich will doch nur an die Materie ran. Wieso machen sie es nur so kompliziert, die zu erreichen? Gemein. Jetzt erreichen wir wieder stundenlang gar nichts. Nee, das ist aber nicht die Höhle. Das ist zwar eine Höhle, aber nicht die, die wir gesucht haben. Ne? Du bist nicht die Höhle, die wir wollten. Nee, hier gibt's auch gar nichts. Auch nicht schlecht. Ach, ist das zum Mäusemelken. Wir könnten mal die Kometmaterie ausprobieren, wenn wir schon dabei sind. Die haut rein. Ja. Kazuya, du hattest recht. Und der gute Cloud braucht dringend eine Heilung. Sonst kackt er uns gleich ab. Jojo, zaubert ihr mal auf die richtigen, die dagegen den Schutz haben. Das Fiese an diesen Kerlchen ist nämlich, wenn sie einen in klein verzaubert haben, fressen sie einen. Und derjenige kriegt dann keine EP mehr. Ist mir mehrmals mit Red passiert. Sid und Cloud sind ja geschützt, aber Red nicht. So. Okay, Leute. Ich skippe das jetzt einfach, bis ich die Höhle gefunden habe. Ihr müsst ja jetzt nicht mit mir hier durch das eisige Schneefeld laufen. Ich hoffe, wir sehen uns gleich. Ja, ihr habt das wahrscheinlich noch mitbekommen. Gerade als ich geskippt habe, sind wir wieder ohnmächtig geworden. Ich bin dann einfach auf demselben Weg nochmal über das Schneefeld gelaufen und habe jetzt die Höhle erreicht. Und hier sehen wir schon jemanden sitzen. Cloud hat es auch etwas gekostet hier. Aber es... Was denn? Ist die schon dran? Ja, tatsächlich. Okay, wir haben noch gar nicht mit ihr gesprochen. Aber sie greift uns schon an. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wer von beiden stärker ist. Der Drache oder sie. Das finden wir jetzt heraus. Ich hoffe, dass Red vielleicht noch sein Limit freischaltet. Schauen wir mal.
Wenigstens zaubern sie immer schön auf Cloud. Dem kann das nämlich alles schön egal sein. Ja, na also. Dann mach mal deinen Erdwirbel. Aber der Drache, ich dachte, dass der Drache dann vielleicht weg... das sieht nicht gut aus, was der da macht. Ja. Autsch. Phönixfeder? Was denn? Nee, Phönixfeder. Und direkt mal eine Heilung. So, das hätten wir schon mal. Und da hinten sehen wir jemanden sitzen. Au, du hast vielleicht Nerven, mich mit den gleichen schmutzigen Händen zu berühren zu wollen, die diese dreckige, heiße Quelle angefasst haben. Das werde ich dir nie verzeihen. Ich wusste doch, jetzt kommt nämlich erst, aber wir haben zufälligerweise gegen sie sozusagen in etwas schwächerer Form gekämpft. Wir versuchen es mal mit Zustandsveränderung. Wir können natürlich, wer hat den Analyse? Ich glaube Sid, ne? Ja, ich muss gerade niesen. So, dann mach mal deinen Megasprung. Wir heilen jetzt auch gleich nochmal. Ich versuche gerade etwas rauszufinden, deswegen bin ich so still. Weil mich das nämlich interessiert, ob mir es gerade eingefallen ist. So, ich hoffe nur, es klappt jetzt auch, sonst... Warum? Ja. Und zwar die Materia Alexandra. Die Materia Alexandra ist eine Heiligmateria. Im Final Fantasy VII, glaube ich, die einzige Möglichkeit, den Heiligzauber zu wirken. Und ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum die Materia immer Alexandra heißt. Und das lese ich euch jetzt am besten einfach schnell noch vor. Und zwar der Name Alexandra stammt vom altgriechischen Alexandros, was so viel bedeutet, der die fremden Männer abwehrt und der Beschützer. Dies, Handy bleib an. Dies passt sowohl zu einer Gestalt als Burg, einer bewohnbaren Abwehrfestung gegen Feinde, als auch zu seinem Element heilig. Weiterhin ist es denkbar, dass der Name eine Anspielung auf Alexander den Großen ist, den einstigen Herrscher Makedoniens. Ah ja, okay, jetzt wissen wir das auch. Und wie gesagt, die Heiligmateria oder Alexandra ist sehr, 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 sehr nice und sehr stark. Und die hätten wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen dürfen. Ich, um sie zu bekommen, müsst ihr die heilige Quelle, die warme Quelle, die heiße Quelle zuerst berühren, bevor ihr in die Höhle geht. Nur dann findet ihr sie dort. Und ja, dann könnt ihr viel Spaß mit Alexandra haben.
Ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Part am Gletscher und machen dann dort weiter. Bis dann. Ciao.